Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Part 145. Jetzt geht's einfach wieder auf 145 lang. Okay. Na, warte. Okay. Ja, komm mal hier. Och, verdammtes Drecksvieh. Okay, pass auf. Okay. Okay. Wow, the fuck, Alter, was ist das für Drecksvieh gewesen, Alter, mein... Ne Güte, Alter. Komm her, du alpige Männchen. Hau ab. Bau bloß kein Mist, mein Freund. Bau bloß jetzt nicht den Mist hier. Jawohl, das habe ich gebraucht gerade. Ja, das ist jetzt gerade Mist braucht, mein Freund. Ja. Okay. Der spinnt doch, Alter. Also das Ding hat jetzt echt den Knall. Wow. Alter. Ich weiß nicht, was das Drecksvieh gegessen hat, aber ich mach's ja so. Wow. Okay. Shit. Wow. Du dreckiger Hundekopf, Alter, was ist los? Hat er mich mit seinem scheiß Geweih erwischt. Alter Vater. Ja, dann könnte man doch hinkriegen, das müsste eigentlich schlecht sein. Wenn der mich mit seinem Drecksgeweih nicht schon wieder erwischt hier. Schnell wieder auftanken hier. Oh. Jawohl. Auf die Situation kann man richtig gut eingehen, finde ich. Hey. Erstmal ausweichen hier. Weil wenn er jetzt einen Hornsprung macht, finde ich cool, weil dann kann man da richtig drauf reagieren, Alter. Mhm. Sorry, Freund, dass es jetzt ein bisschen länger dauert und so. Ja. Genau, das habe ich gemeint. Dann baut er sich dann nämlich immer dran fest und dann... Sehen? Ja, ich will jetzt ein bisschen was von meinem Leben ein bisschen auffrischen können, so gerade. Gott sei Dank, ey. Weil ich ihn ja volle Kanne mal erwischt habe gerade. Mhm. Auf jetzt, komm. Okay. So. Yeah!
Oh, Alter, wie viel auf den jetzt erwischt habe. Ja, der ist einfach, darum muss ich keine Gedanken machen, dass wir den jetzt schaffen. Ja, und das ist auch wieder alles voll cool. Ja, den kriegen wir locker hin. Den kriegen wir locker gebacken. Den kriegen wir locker gebacken, den Typ hier. Dieses Viech kriegen wir locker gebacken auf einmal. Hebst das, er? Oho! Nicht mit mir, du Drecksvieh! Weiß nicht, was du gerade vorhast, aber egal. So, komm her! Auf! Worauf wartest du, du Drecksochse? Komm her! Ja, klar, da hat er mich jetzt wieder erwischt, Alter. Was soll der Blödsinn? Das wollte ich eigentlich verhindern, dass der mich nicht so erwischt, Scheißdreck. Mit seinem Geweih da. Mit seinem dreckigen Hirschgeweih. Na also. Damit habe ich ihn jetzt Gott sei Dank auch einmal. So. Jawohl. Und jetzt zack. Ja, komm, auf. Mach deinen geilen Sprung hier wieder. Komm, mach deinen geilen Geweihsprung hier. Okay. Auf jetzt, komm. Der ist einfacher auf Platz zu machen als das andere Vieh. Ha, jawohl. Nee, 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 nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Jawohl. Einmal mit dem Stoß erwischt. Ey, nicht so. Rumgehen hier. Ja, komm, du röhrender hier, Schätz, komm halt her hier. Das müsste noch einfach. So. Jetzt ziehen wir mal anders halt auf hier, Freundchen. Das war's. Hab doch selbst die andere Seite auf hier. Come on, Alter. Und nicht ein einziges Mal. Und nicht mal ein einziges Mal. Und nicht ein einziges Mal. Und nicht ein einziges Mal verreckt bei dem. Jetzt endlich mal ein Ding davon geschafft. Ohne zu verrecken. Perfekt. Aber der war ja auch einfach, der war ja auch wirklich einfach. Das war der, das war der Löwe ja auch, aber so wie der immer um sich geschlagen hat, aber das, was der mit sich da, was der gemacht hat, dass der da ständig auf sein Geweih gesprungen ist, das war geil. Das war ein bisschen erstmal festgesteckt, da konnte er richtig, habe ich wohl die Zeit gehabt, ein bisschen auf ihn einzuschlagen. Das war geil. Also, so schwer war der jetzt gerade mal wieder nicht. Gut. Dann wollen wir mal gucken hier. Okay. Kann ich jetzt ein neues Feld abgeben gehen? Das wird genial. Das machen wir danach. Jetzt lass mal. Jetzt bin ich wissen an einer Stelle, wo ich. Uralte Schmiede, da will ich ja hin gerade. Andros, da ist die uralte Schmiede. Perfekt. Und da will ich jetzt hin. In die uralte Schmiede. So. Das markiere ich mir jetzt erstmal die uralte Schmiede schnell. So. So, kann man da jetzt hinreißen endlich? In die uralte Schmiede? Ja, das ist da drüben, klar, aber das machen wir dann noch. Aber erstmal gucken bei der uralten Schmiede hier.
So, dann machen wir erstmal dort. Perfekt. Andros. So. Weil ein Ding habe ich ja neu gekriegt gerade eben. Und deswegen werde ich da jetzt schnell mal meinen Speer schnell verbessern gehen in der alten Schmiede. Werde ich da erstmal meinen. Ja, und hier wird natürlich am Ende auch wahrscheinlich der finale Kampf stattfinden. Aber zuerst mal gehe ich schnell meinen Speer hier wieder verstärken, hier nochmal verbessern. Wenn wir schon gerade dabei sind. Okay. Hä? Ich hab doch ein Artefakt gekriegt, oder nicht? Warte. Kurz erstmal die Quest raussuchen. Und Speer verbessern hier. Hä? Geht's gerade nicht oder was? Ah ja, hier sind solche Schwerter oder was zu. Ah ja, okay, alles gut. Hier kannst du zum Beispiel andere Waffen dann verbessern noch. Nicht nur den Speer. Mhm. Okay. Dann fehlt mir hier wahrscheinlich wohl das Artefakt dafür. Egal. Hä, hey, was ist das schon wieder? Ja, okay, das ist dieser Prinz Pilaf noch. Okay. Dann machen wir hier schnell Quest. Den Kosmos machen wir danach als nächstes, wenn wir das dann finden. Okay, dann sperren wir mal raus. Warte, das. Hier. Perfekt, genau das, was ich wollte. Jetzt haben wir dann hier auf der Karte haben. Antika. Ah, der Pfeil ist hier oben. Perfekt. Habe ich das Pfeilchen. So, dann schauen wir mal. Na, also. Wollen wir da die nächste Schnellreise hinmachen, schnell. So. Gut, dann beenden wir hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis gleich, euer Naruto 286.